Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial meiner Autodrive-Reihe. Wir werden heute mal unseren Drescher abfahren und ich würde sagen, wir reden nicht lang drumherum und starten direkt rein. Als erstes müssen wir unser Silo in unsere Kurse mit einbinden. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal einen Kurs erstellen, der zum Silo führt. Es geht ganz einfach. Wir fahren hier zu unserem Silo und erstellen den Punkt jetzt ein bisschen danach, dass der Anhänger noch drauf ist. Fahren hier mal ein bisschen zurück und schieben diesen Punkt noch mal ein bisschen nach vorn. Aber wir erstellen jetzt erstmal den Namen und das soll jetzt heißen Silo 1. Und jetzt haben wir das hier benannt und müssen das natürlich wieder anschließen an unsere bestehenden Wege, damit er dann auch zum Feld fahren kann. So. Aber wir müssen auch noch mal den Punkt hier ein bisschen verschieben, dass der Punkt nach dem Silo ist, weil da ist jetzt direkt drauf. Er muss unbedingt so ungefähr sein, also nach dem Silo, dass euer Ausgang vom Kipper dann direkt über der Abladefläche ist. So, jetzt fahren wir mal zum Feld. Auf dem Hof ist alles geregelt und ich habe hier schon mal das Feld 54 für uns vorbereitet. Da steht nämlich jetzt Weizen und habe natürlich auch noch hier vorne diese Ecke, die gleich kommt, noch mit eingebunden. So, also hier habe ich auch mal ein paar Spuren mit eingebunden, dass der Fahrer auch die Spuren jeweils wechseln kann. Und wie ihr seht, habe ich hier noch das eingebunden, die Ecke. Das könnt ihr auch gerne euch mal anschauen, wie das geht in meinem ersten Tutorial. Da lernt ihr die Grundlagen von AutoDrive. So, jetzt sind wir hier auch schon an unserem Feld und müssen hier mal eine zweite Spur einfügen. Das heißt, wir machen wieder mal die Aufnahme hier an. Und ich habe noch was Kleines umgestellt im Vergleich zum letzten Mal, und zwar, dass das direkt den Anfangspunkt nimmt. Das spart natürlich Zeit, aber man kann es auch manuell machen. Hier erstellen wir wieder einen Punkt, der nennt sich jetzt Feld 54 bei mir. Und jetzt haben wir hier unseren Feldpunkt für den Abfahrer. Und jetzt legen wir das nochmal zurück und das soll gleich zu unserem Hof gehen, weil wir wollen das im Silo abliefern. Darum tue ich das jetzt hier so rumlegen. Nehmen wir dann den Punkt mal nicht, wir nehmen den nächsten und legen den hier drauf, dass der auch wieder mit dem Kurs verbunden ist und dass der auch dann den Weg wirklich wieder zurück berechnen kann. Jetzt müssen wir hier auch mal den Drescher-Modus auswählen. Das wäre dann der hier. Und wählen jetzt hier das Feld 54, dort wo er es abholen soll oder wo er vom Drescher aufgerufen wird. Und beim Abladen natürlich das Silo 1. Das können wir jetzt auch schon mal starten. Und jetzt brauchen wir natürlich noch unseren Drescher, der das gleiche Ziel aufweist wie unser Helfer. Das geht auch ganz simpel. Ihr geht hier in euren Drescher und macht hier auch mal den Drescher-Modus natürlich an. Feld 54 und hier Silo 1 braucht ihr eigentlich nicht. Ihr könnt auch den ganz normalen Modus nehmen. Es geht nur, dass ihr darum, dass ihr hier den Feld 54-Modus mit drin habt. So, jetzt stellen wir hier mal einen Helfer ein und schauen mal, wie das Ganze jetzt läuft. Da tut jetzt hier schön unser Feld abarbeiten. Und wir spulen jetzt mal vor
bis es interessant wird, bis der Helfer dann hier unseren Drescher abtankt. So, ihr seht, der Helfer kommt jetzt und wartet darauf, dass er jetzt abtanken kann, nicht abdanken kann, wir brauchen ihn noch. Und der versucht jetzt natürlich an den Drescher ranzukommen, das macht er auch ziemlich intelligent und ihr müsst dazu keinen Kurs einfahren. Er fährt ihn jetzt erstmal hinterher, das ist könntet ihr auch umstellen in den Einstellungen, und zwar unter Drescher natürlich, früher rufen ab 60%, natürlich könnt ihr auch den Wert ein bisschen höher stellen, und jetzt fährt er den halt hinterher, dem Drescher, bis der voll ist, und dann tankt er ihn ganz einfach ab. Wir sind jetzt hier bei über 90% und switchen jetzt mal ganz einfach vom Drescher hin zum Abfahrer. Und schauen mal bei dem zu, wie das der gleich so löst. Denn das macht alles der Computer. Ihr müsst dazu keinen Kurs einfahren. Er weiß automatisch, wenn ihr hier Drescher ausgewählt habt, was er zu tun hat. Und wie er da auch an den Drescher ranfahren muss. Das ist sehr schön gemacht von den Autodrive-Entwicklern. Dass man halt als Player nicht so viel zu tun hat. Jetzt merkt ihr schon, jetzt geht's los. Er macht es schon vorher auf und fährt jetzt zum Drescher. Er hat jetzt noch kurz berechnet. Und er weiß auch, wie er da drunter fahren muss. Das ist eine sehr tolle Eigenschaft von Autodrive. Und er funktioniert halt mit dem Drescher. Also es ist nicht so, dass das zwei verschiedene Programme sind, sondern der Drescher weiß, was der Autodrive-Fahrer macht, und der Autodrive-Fahrer weiß, was der Drescher macht. Und das ist natürlich ein sehr großer Vorteil. Jetzt lädt das Ganze hier ab. Wir fahren dann auf unseren Hof und laden das Ganze dann einfach im Silo ab und schauen, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Aber es muss eigentlich funktionieren. Es hat bis jetzt immer geklappt. Autodrive ist da sehr zuverlässig. So. Wir können auch nochmal hier bei dem Abfahrer den Wert runterstellen. Jetzt einfach mal zur Darstellung abladen ab Level 30 anwenden. Und dann müsste der jetzt weiterfahren, oder ihr klickt dann einfach hier auf den Pfeil, dann wählt da jetzt das Silo aus, aber er berechnet noch Fahrt. Aber als erstes muss er natürlich das Feld verlassen an unserem Feldpunkt. Das könnt ihr im Übrigen auch umstellen, wo er das Feld verlassen soll. Ganz einfach hier in den Fahrereinstellungen, und zwar unter Feldausfahrt Standard. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel hinterm Start, nächstgelegen oder Standard halt. Das stellen wir jetzt mal nicht um, weil wir keine mehreren Abfahrer haben. Bei hinterm Start würde ich das auswählen, wenn ihr zum Beispiel mehrere
Abfahrer einsetzt. So, der fährt jetzt hier den Kurs lang zu unserem Feld. Wir können ja auch mal hier die Punkte rausmachen. Das macht für Autodrive keinen Unterschied. Es funktioniert trotzdem. Und wir zoomen jetzt hier mal ein bisschen von hinten, dass hier das alle besser sehen können, was hier gerade geschieht. So, er fährt jetzt hier ein bisschen langsamer, weil hier bei der gleichen Kurve kommt für den Abfahrer. Und wenn hier schon das Grüne steht, dann weiß man schon als Kursersteller, dass der Kurs funktioniert und dass es da keine Tücken gibt. Wenn da nämlich einmal so ein Strich in die falsche Richtung geht, ist der ganze Kurs quasi im Eimer. Okay, er holt jetzt einfach auf Fieslingshaft hier den Briefkasten um. Ihr merkt, der Kurs ist nicht so optimal, da er schlecht um den, da er dort schlecht wenden kann, aber es funktioniert natürlich trotzdem, weil wir hier in dem Traktor eine Allradlenkung haben. Natürlich könnt ihr den noch ein bisschen breiter machen, aber solange es funktioniert, sage ich immer, dann lassen wir es auch dabei bleiben. Und natürlich könnt ihr das bis zum Ultimum verbessern. So, jetzt biegt er gleich auf unseren Hof ab. Ich habe hier ein anderes Silo nochmal genommen. Das haben wir ja auch so eingefahren, weil das Standard-Silo ist halt in diesem Haus und da ist es sehr schwer, da ranzukommen. Darum würde ich empfehlen, immer ein anderes Silo zu verwenden aus dem Shop oder auch aus einer Mod, was die ähnliche Bauweise hat wie dieses hier. Er macht jetzt 50 Meter vor dem Zielpunkt schon seine Plane auf, weil er weiß, jetzt muss er es gleich irgendwo abladen. Und jetzt schauen wir mal, ob der Punkt perfekt gesetzt ist. Das ist er natürlich nicht. Da geht es jetzt wirklich nur um Millimeter. Denn wenn wir den jetzt ein bisschen noch vorschieben, lassen wir den nochmal neu laden. Und er berechnet jetzt Fahrt. Dauert wieder eine Ewigkeit. So. Okay, er fährt nochmal Feld 54, aber ich will, dass er zum Silo fährt. Wir fahren ihn nochmal hier. Er verlässt Feld. Okay. Ne, jetzt fährt er hier zu dem Feldpunkt. Das wird auf jeden Fall nichts. Wir fahren den jetzt einfach nochmal in diese Position und wählen dann ganz einfach mit dem Fortfahren Pfeiltasten den Prozess aus oder nicht, weil er es jetzt schon gemacht hat. Und jetzt fährt er hier rein. Und ihr seht, ihr müsst dann wirklich den Punkt da ein bisschen weit nach hinten versetzen, damit er das dann auch ablädt. Und jetzt müsste es aber passen. Er macht hinten die Heckklappe auf und lädt jetzt unser Silo voll. Und das könnt ihr natürlich jetzt mit Wiederholungen hier einprogrammieren, dass er immer wieder zum Drescher fährt und ihn dann wieder abtankt, bis halt das Feld leer ist. Und dann würde ich euch empfehlen, einfach hier so einen letzten Punkt zu wählen und den dann einfach auf euren Hof fahren zu lassen. Jetzt war es das eigentlich schon. Die ganze Magie ist vorbei. Es ist eigentlich relativ simpel und ich wünsche euch viel Spaß damit mit dem neu erkannten Wissen über Autodrive. Und würde mich verabschieden. Ciao.